Okay, schauen wir uns mal weiter um. Die sind unwichtig. Huch. Ich glaube ansonsten, nee, da geht's ja bloß wieder runter. So. Und dafür haben wir. Bin ich in die Schule gegangen. Danke für nichts, Ausbildung. Ja. So, schauen wir uns noch mal ein bisschen. Habe ich gerade die Demonstranten gehört, von denen gesprochen wurde? Sie sollen uns anführen oder sie sollen verschwinden. So, schauen wir mal gleich. Wir bleiben aber erstmal hier oben. Die sehen wir uns dann gleich an, wenn wir runtergehen, denn wir müssen sowieso noch in den Club reingehen. So, hier ist aber alles zu, ne? Ist hier was offen irgendwo? Nee. Eine sehr nutzbringende Ecke. Oh, hier, warte. Peebys Apartment. Oh, stimmt, wir müssen zu Peebys Apartment gehen. Klopfen wir doch mal an. Ich mach auf. Kommen Sie rein. Hallo? Was ist das? Hat die... Hast du Relikt-Check wieder erweckt? Alte? Ist die übrigens... Was in aller Welt ist das? Es sieht übrigens sehr aufgeräumt aus bei dir. Kann ich hier irgendwas scannen? Ich glaube, die Frau ist verrückt. Ja, das ist ein umgepoltes Relikt-Tech-Gerät. Tada! Mein Projekt. Sie ist fertig. Sie? Er, sie. Ist doch egal. Er ist nur ein Proof of Concept. Ich habe die Relikt-Eingabeaufforderungen entfernt, um rauszufinden, ob ich ihn selbst aktivieren kann. Es hat funktioniert. Jetzt kann ich ein Einsatzmodell mit Kampfprotokollen bauen, das für sie kämpft. Und? Hm? Was denken Sie? Naja, ich weiß ja nicht. Suvi und Gil sollen ihn durchchecken. Wenn sie keine Einwände haben, können sie ihn an Bord bringen und das Kampfmodell vorziehen. Okay. Ich schätze, ich verstehe ihre Skepsis. Oh nein, ich habe vergessen, die Tür... Oh, scheiße. Sieh an, Palisaria. Ich wusste nicht, dass du dieses Loch immer noch nutzt. Und wer ist das da? Kalinda, oh, das ist Ryder. Oh, jeder weiß, wer der menschliche Pathfinder ist. Ich meinte deinen Reliktfreund. Das geht dich nichts an, Kalinda. Natürlich nicht. Und genau das macht es ja so interessant. Sei doch nicht so feindselig, Süße. Ich sehe keinen Grund, wieso wir nicht alle höflich miteinander umgehen sollten. Ganz genau. Allerdings haben sie hier eigentlich nichts zu suchen, also... Aber... Ich war einfach besorgt, meiner lieben alten Freundin könnte etwas zugestoßen sein. Tut mir leid, dass ich hier einfach so reingeplatzt bin, Palisaria. Aber es freut mich zu sehen, dass du... nach vorne blickst. Bis dann. Ich begleite sie nach draußen. War das Peebys Ex? Also, wollen Sie darüber reden? Ach, Kalinda und ich kennen uns schon ewig. Wir haben uns gemeinsam der Initiative angeschlossen und waren lange wie eine Familie. Jetzt aber nicht mehr. Wenn man 1000 Jahre lebt, kommen und gehen die Leute, Ryder. Es ist dumm, sich an jemanden zu binden. Oder an einen Ort. Es wird Zeit, zusammenzupacken. Hier hält mich nichts mehr. Oh, sie sind mir wichtig. Nein, 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 bist du nicht. Tut mir leid. Wie sie gesagt hat, an dich klammern? Nein, warum auch? Es sollte Ihnen nicht schwerfallen, hier wegzugehen. Und genau so muss es sein. Heute hier, morgen da. Okay, Relikt-VI freigeschaltet. Peebys Forschung hat die Kraft Relikt-VI freigeschaltet. Ryder kann damit Zap herbeirufen, einen steuerbaren Reliktbeobachter. Sie finden diese Kraft auf dem Tech-Fähigkeiten-Bildschirm. Okay. Warten, bis Peebi mehr über die Relikte herausgefunden hat. Ich packe mein neues Haustier und alles Wichtige ein. Wir sehen uns dann auf der Tempest. Ja, tschüss. War ganz toll, dich kennenzulernen, Relikt-Tech-Ding, Zap, wie auch immer. Ich werde dich nie benutzen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, Tech-Fertigkeiten sind nicht so mein Ding. Komme ich irgendwie nicht ran. Okay, in der Ecke gibt's ansonsten nicht so viel für uns zu erledigen, deswegen... Gehen wir mal runter zu den Schreihälsen. So, schauen wir doch mal, was hier so fröhlich demonstriert wird. Befreit unsere Familien! Hallo! Im Moment scheint alles ruhig zu sein. Befreit unsere Familien! Jonesy! Ich weiß. Bist du ein Mensch? Ich habe mir den Job auch anders vorgestellt. Du siehst so rot aus. Sie sollen uns führen. Sie sollen uns. Hey, Pathfinder! Sie sollen uns anführen. Sie sind bei der Miliz, oder? Was geht da drinnen vor? Eine Meute ist in die Hydrokulturen eingedrungen und weigert sich, sie wieder zu verlassen.
Sie stören den Betrieb und das könnte übel ausgehen. Können Sie vielleicht mit ihnen reden? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Sie sollen uns anführen oder sie sollen verschwinden. Hey, könnt ihr mal die Klappe halten? Hey, was geht hier vor? Das ist eure neue Galaxie. Blumige reden über den Neuanfang, während eure Kinder eingefroren bleiben. Und das verdankt ihr alles eurem Pathfinder. Wie bitte? Wir warten seit Monaten darauf, dass unsere Familien aus der Stase geholt werden. Sie waren für ihren Außenposten vorgesehen. Und weil ihr die Forschung für so wichtig haltet, wandert das Militär auf der Liste nach unten. Wie meine Clanbrüder. Mimimi. Durch die ganzen Unbelegungen sind sie jetzt in 10 verschiedenen Kolonieblöcken. Und meine Mutter steckt mittendrin. Oh, ihr Armen. Der sieht noch wie ein ziemlich junger Kroganer aus, oder? Die sehen alle noch... Ich meine, gut, was ist das eigentlich? Mal ehrlich. Die sehen alle noch... Also die Asari sieht auch jung aus. Ich glaube, die haben ja eher so eine Farbe. Also kommt mir zumindest immer so tendenziell vor, wenn sie jung sind, dass sie eher so eine dunklere, kräftigere Farbe haben. So, eben. Ich musste eine Entscheidung treffen. Und ansonsten wären es eben die Forschungsleute gewesen, deren Angehörige jetzt hier gestanden hätten. Wir hatten nur Ressourcen für einen Außenposten, also habe ich mich darauf konzentriert, was wir am dringendsten brauchen. Und wir brauchen unsere Familien. Vielleicht könnten Sie die Sache ja klären. Ich will einfach nur, dass meine Mutter aus der Stase kommt. Wir alle wollen nur unsere Familien wieder haben. Sie veranlassen doch Stase-Aufhebungen. Sie können unseren Anführern sagen, dass sie diese Kapseln öffnen werden. Noch heute! Ja, ich öffne alle Kapseln, die wir haben und dann verhungern wir alle elendig oder fressen uns gegenseitig, um nicht zu sterben. Das klingt super. Ich hole ganze Kolonieblöcke oder einige wenige Sonderfälle aus der Stase. Aber ich kann nicht einfach willkürlich dutzende Leute wecken lassen. Uns ist egal, wer den Knopf drückt. Wenn Sie es nicht können, können es unsere Anführer. Und wenn Sie es ihnen sagen, werden Sie es auch tun. Aha. Ich weiß nicht, ich rede mit ihnen. Ich will eigentlich gar nicht. Ah, ich weiß nicht. Mein Wut reicht nicht aus. Ach komm, reden wir halt mit denen, was soll's. Okay, ich rede mit der Führung über mögliche Lösungen. 14 Monate Versprechungen. Es ist Zeit für Ergebnisse. Wir haben uns schon an Edison gewandt, aber das Miststück hat uns eiskalt ignoriert. Fangen Sie mit Kandros an. Er hat diese 10 Soldaten rübergeschickt. Vielleicht nimmt er uns ernst. Anstrengende Leute sind anstrengend. Könnt ihr dann irgendwann mal die Klappe halten, Leute? Ätzend. Okay, zu Kandros gehen wir dann noch. Schauen wir erstmal im Vortex nach. Hier müssen wir, glaube ich, Hefe abgeben, die wir auf Hawal gefunden haben. Und Gil müsste halt auch irgendwo sein, würde ich denken. Die Flagge von Tarf Uni. Ich will was hören. Hi, Liam. So, erstmal hier mit Dadsmith reden. Sie sind zurück. Gäste gehören nun mal dazu, wenn man in einer Bar arbeitet. Der hat gesessen, Dutch. Ich schätze, ich muss mich wohl auch an Sie gewöhnen. Na schön. Von mir aus können Sie Stammgast werden. Wie heißen Sie? Ryder. Ich bin Dutch. Und das da drüben ist Anan. Nehmen Sie sich vor ihr in Acht. Sie kann ziemlich bissig sein. Macht mir nichts. Bissig ist gut. Ich kann damit umgehen. Ugh, so einer sind sie also. Eigentlich nicht. Sieht aus, als wärst du in der Unterzahl, Dutch. Man sollte eigentlich annehmen, die Leute würden es sich zweimal überlegen, bevor sie auf dem Kerl rumhacken, der die Drinks macht. Aber nein. Wo wir gerade von Drinks reden, wollen Sie den hier mal probieren? Ich werde ihn den Tall Moose nennen. Ein geiler Zinnbecher ist das. Geht's uns jetzt gut? Ich weiß nicht. Die sehen furchtbar aus. Dutch wird sie lieben. So, haben wir den Hopfen... Ach, Hopfen war es, war gar keine Hefe gewesen. Haben wir den Hopfen abgegeben. Ganz wunderbar. Seh schon wieder. Ich meine, hallo. Willkommen in meinem Labor. In meiner Bar. Wie auch immer. Oh, Dutch. Du gewöhnst dich ja langsam an die Situation. Mein Problem ist ja auch nicht die Situation, sondern die Leute. Sie labern mich ständig voll. Wenn Sie mit Trinken beschäftigt sind, können Sie nicht reden. Oh, Sie sind brillant. Das ist die Lösung. Moment mal. Sie verarschen mich doch, oder? Nö. Das würde ich nie tun. Na schön. Hier, trinken Sie was. Kanaille.
Also bitte. Nicht Sie. Der Drink. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ryders Gesundheit so zuträglich ist, wenn wir zu oft mit ihm reden. So, bevor wir mit Gil sprechen, gehen wir erstmal zu Liam, würde ich sagen. Hi. Gratis Drinks für Pathfinder. Dafür sorge ich. Das klingt gut. Machen Sie mal Pause, Pathfinder. Das braucht jeder. Okay, mit ihm gibt's nichts wirklich zu besprechen, wie es aussieht. Bist du irgendjemand, mit dem man sprechen sollte? Nein, du stehst einfach bloß blöd darum. Okay, wo ist eigentlich die Musik hin? War da vorhin noch Musik, die man durch die Wand gehört hat? Naja, sprechen wir mal mit Gil. Okay, Ryder. Ich schätze, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ach ja? Und die wäre? Sie beim Pokern zu vernichten. Soll ich gehen? Ryder, soll ich Gils Vitalwerte überwachen, um Ihnen einen Vorteil zu verschaffen? Oh, oh ja, bitte, das finde ich gut. Na klar, der Pathfinder hat gesprochen. Haben Sie mir was verschwiegen? Sie sind ziemlich gut. Erstaunt Sie das etwa? Poker hat mich schon einige Freunde gekostet. Die einzige, die noch mit mir spielt, ist Jill. Ich weiß, Jill und Gil. Ist sie ihre Freundin in der Initiative? Ja, sie war von Anfang an wach. Jill ist Fertilitätsexpertin. Sie leitet das KRK und ist meine einzige Freundin von früher. Ich setze 50. Ich gehe mit. Das KRK? Das Koloniale Repopulationskomitee. Sie wirft mir ständig vor, ich wäre Gift für ihre Arbeit. Sie sagt, wenn ich keine Kinder zeuge, bin ich Teil des Problems. Und sie hört nie auf zu nörgeln. Sie hat recht. Wir brauchen Nachwuchs, um zu überleben. Ja, aber es ist Jills Aufgabe, sich darum zu kümmern. Nicht meine. Aber was soll's. So gehen wir nun mal miteinander um. Verstehe. Sie müssen sie kennenlernen. Sie ist toll. Ich erhöhe um 100. Er blufft. Ich gehe mit. Ja, nicht schlecht. Ich bin raus. Tja, meine Siegesserie ist vorbei. Gut gespielt, Ryder. Das heißt wohl, ich muss weiter nach meiner wahren Bestimmung suchen. Irgendwann musste das ja mal passieren. Nein, nein, Sie sind gut. Ich muss besser werden. Wenn mich Jill damit aufzieht, sage ich ihr einfach, das würde nur beweisen, wie schlecht sie selbst spielt. Autsch. Viel Spaß. Und danke fürs Spiel. Schön, wie der Turianer im Hintergrund gerade durch die Gegend gedirbt ist. Okay, ja, Gil, das war kurz und schmerzlos. Es freut mich, dass wir bescheißen können, um Gil zu vernichten. Das finde ich ganz super. Ich sehe sie dann auf der Tempest. Ja, ich dachte eigentlich, dass wir mit dir nochmal darüber reden können, dass der eine dich irgendwie für einen Job ausleihen wollte. Ich sehe sie dann auf der Tempest. Nein, warum auch? Okay, was tust du? Keine Ahnung. Okay, dann verschwinden wir mal von hier. Haben wir unsere Pflicht getan mit dir? Das sollte dann auch reichen. Ja, haltet die Klappe. Nervig. So, was können wir denn hier? Ich glaube, wir müssen eigentlich nicht zum Händler gehen, oder? Beziehungsweise, das ist auch was ich abseits der Aufnahme machen könnte. Ich werde mal ganz kurz auf die Karte schauen. Gibt es hier hinten noch eine Ecke? Oder sind auch bloß irgendwelche Dings? Irgendwelche Shops. Gut, dann sollten wir für diesen Bereich soweit erstmal fertig sein. Und können uns mal rüberbegeben. Was habe ich jetzt? Ich bin da einfach mal. Mehr Reisende aus der Stase geweckt werden, okay. Benötigt die Initiative dringend Blut, Gewebe und DNA. Dann fahren wir eben mal zum Habitationsdeck. Das war jetzt eigentlich eher unfreiwillig, aber gut. Wir müssen ja, soweit ich mich erinnern kann, sowieso hier hin. Denn wir wollen zu Sams Kern, zu Sams Server, halt, wer bist du? Oh, ich kann's gar nicht erwarten, endlich auf Aya. Pathfinder, ich habe gehört, der Angara-Planet Aya soll ein Paradies sein. Endlich haben wir eine großartige Welt gefunden. Wann ziehen wir dort ein? Naja, das ist nicht unser Planet. So etwas braucht Zeit. Es gibt nicht viel Platz auf Aya und wir sind immer noch dabei, Ihnen zu beweisen, dass wir es ehrlich meinen. Aber wir müssen selbst großartige Planeten finden. Für uns alle. Stimmt. Aber hey, jetzt wissen wir wenigstens, dass es mindestens einen gibt. Richtig? Sie schaffen das schon. Machen Sie so weiter, Pathfinder. Na klar doch. Wo geht's hier hin? Ist das der Bereich, in den ich muss? Ja, hier ist Sam. Muss ich zum Kern?
Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich muss ins Büro. Die angaranische KI von Ward ist jetzt aktiv. Oh. Und weitgehend kooperativ. Oh, das könnte interessant sein. Ryder, eine der Erinnerungen ihres Vaters ist verfügbar. Oh, sie sind doch hier? Okay, das ist gut. Dann schauen wir uns das doch mal an. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, nachdem bei ihrer Mutter die Krankheit diagnostiziert worden war. Es ist simpel. Wir nehmen Sam. Wen? Die KI. Simulierte adaptive Matrix. Sam. Wir nehmen deine Forschung und koppeln Sam mit einem Implantat. Meine Arbeit über Bioimplantate war erfolgreich, aber das... Ich weiß nicht. Was hat der Arzt gesagt? Alec. Was hat er gesagt? Es wird schlimmer. Damit ist alles klar. Es wird klappen. Sam, heilt dich. Alec, ich bin kein Krieg, den du gewinnen musst. Du bist kein N7 mehr. Das heißt nicht, dass wir... Sie haben dich deshalb aus der Allianz geworfen. Es geht hier um dein Leben. Alec, aber vielleicht ist meine Zeit einfach gekommen. Ich bin ein Mensch. Wir sterben. Ist nun mal so. Alec, bitte. Dich zu verlieren ist keine Option. Und die Kinder verlieren ihre Mutter nicht. Sie hatten schon keinen Vater. Dann sei einer. Sie würden ihn umtauschen. Kann dieser Sam schon sprechen? Hallo Alec, warum geht ein Baum zum Zahnarzt? Zur Wurzelbehandlung. Bedumts. Humoralgorithmen. Er begreift's noch nicht so ganz. Könnte aber auch am Lehrer liegen. Das fühlte sich völlig real an. Mom war da. Am Leben. Es war mein erstes Zusammentreffen mit Ellen. An diesem Tag begann mein Unterricht über die menschliche Sterblichkeit. Ihre Mutter schien auf den Tod vorbereitet zu sein. Hatte ich das jetzt richtig verstanden, dass Alec die Mutter oder den Verstand der Mutter in Sam integrieren wollte? Oder was genau wollte er jetzt da machen? Das habe ich nicht ganz gecheckt. Weil Sam kann ja keine Krankheiten heilen oder keinen Krebs heilen. Ich wüsste zumindest nicht, wie das jetzt funktionieren soll, nach dem, was wir bisher über Sam gehört haben. Dementsprechend wäre die andere Möglichkeit, sie am Leben, in Anführungsstrichen, zu halten, ihren Verstand in Sam zu integrieren, oder? Wäre spannend, wenn es am Ende darauf hinausläuft, wenn die Beschränkungen aufgehoben werden, dass Sam dann den Geist der Mutter sozusagen in sich trägt. Und wäre auch nicht ganz unlogisch, weil schließlich Alec derjenige ist, der die Stimme in seinem Kopf hatte eigentlich, ursprünglich. Könnte ich mir das schon vorstellen. Mom dachte immer praktisch. Es zu leugnen hätte kein Problem gelöst. Aber Alec hat es nicht so gesehen. Er hat nicht nachgelassen. Die Logik kannst du vergessen, wenn deine Frau stirbt. Ich begreife langsam, woher die Entschlossenheit ihres Vaters kam. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Na dann, machen wir doch gleich weiter mit der Märchenstunde. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt ein Familienzusammentreffen auf der Erde. Endlich. Der Ryder-Clan in einem Raum. Kommt mir vor, als wäre es Jahre her. Oder mehr. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich hab euch vermisst. Wie fühlst du dich, Mom? Nein, das machen wir nicht. Nur eine Regel. Wir reden nicht über mich. Mir geht's gut. Und wenn nicht, habe ich Pillen. Okay? Okay. Gut, reden wir von was anderem. Alec? Echt jetzt? Ihr seid beide gewachsen. Ja, Dad, das kann schon mal vorkommen. Ja, ich weiß. Also, die Allianz soll an einem neuen Mako arbeiten. Ja, und man kann ihn aus einem Schiff abwerfen. Ich weiß, angeblich kriegen wir bei der nächsten Expedition einen. Erkundet ihr immer noch die Attika-Traverse? Wir haben vielleicht eine Proteanerstätte gefunden. Bislang keine Artefakte. Wir graben noch. Mit den ersten Ruinen auf dem Mars veränderte sich mein Leben. Außerirdische waren real. Wir mussten sie nur finden. Genau. Ich sehe mir jeden Morgen ein Masseneffektportal an und denke, was ist auf der anderen Seite? Verlier das nicht.
Denn sobald du aufhörst, dich das zu fragen, stirbst du innerlich ein bisschen. Keine Chance. Wir haben das im Blut. Durch dich. Wie war das, Dad, als du das erste Portal durchschritten hast? Ha, vergiss die Geschichten. Das Charon-Portal hat uns allen Angst gemacht. Einschließlich Admiral Grissom. Lasst uns jetzt essen, was eure Mutter den ganzen Tag gekocht hat. Und ich erzähle euch davon. Daran erinnere ich mich. Mom hat sich beschwert, dass der Ryder-Clan nie gleichzeitig im selben Zimmer war. Merkwürdig, wo sie doch eine Familie waren. Ach ja, der gute alte Marco, den hatten wir ja im ersten Teil gehabt. Oder Mako, wie sie sagen hier. Als Fahrzeug auf dem Planeten. Das war doch, ach, die guten alten Zeiten. Aber interessant mal, Sarah auch in Natura zu sehen, sag ich mal. Ne? Denn bisher haben wir die am Anfang erstellt und ansonsten noch nichts von ihr gesehen, denn die liegt ja die ganze Zeit in Stase. Ich frage mich auch, ob die irgendwann mal erwachen wird, noch innerhalb dieses Spiels, oder ob das für später aufgehoben wird. Keine Ahnung. Die Menschen sind beschäftigt. Sarah und ich wollten auf eigenen Beinen stehen. Ein Weg, auf den ihr Vater anscheinend Einfluss genommen hat. Ja, ob gut oder schlecht, deine Eltern färben einfach auf dich ab. So eine Art Symbiose? Ja, könnte sein. Allerdings nicht immer zum Vorteil. Sie sind daraus hervorgegangen. Das Urteil darüber ist noch nicht gesprochen. Jedenfalls habe ich an diesem Tag verstanden, was emotionale Bindungen in einer Familie sind. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Dann werden wir uns auch die noch anschauen. Los geht's. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt, wie Alec zum ersten Mal von der Initiative erfuhr. Es dauert nur einen Moment. Hallo, Alec. Ich bin zu alt für Spielchen. Ich habe Ihre Nachricht erhalten und bin hier. Wer sind Sie? Ein Wohltäter, wenn Sie so wollen. Haben Sie ein Angebot für mich? Zukunft. Ziemlich vage. Eine Zukunft für Ihre Frau. Sie haben kein Geld mehr, keine Kontakte. Sie können Sam nicht fertigstellen. Woher wissen Sie? Ich kann Ihnen helfen. Was immer Sie brauchen. Sagen Sie mir erst, was Sie brauchen. Ihre KI kann nicht nur Ihre Frau heilen, sondern auch die Rettung für viele andere sein. Ich verstehe nicht. Wo wir hingehen, brauchen wir eine andere Perspektive, um Dinge zu verstehen. Wo ist das? Die Andromeda-Galaxie? Ich habe einen Vorschlag für Sie. Und Alan hat nicht viel Zeit. Sind Sie interessiert? Wer war das? Der Wohltäter? Ich glaube, die Andromeda-Initiative war mehr, als die Öffentlichkeit wusste. Private Loks sind jetzt im Quartier Ihres Vaters verfügbar. Vielleicht bringen Sie neues Licht in die Sache. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben Sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. Das könnte noch ziemlich interessant werden, wenn es darum geht, mehr über die Initiative herauszufinden und was da vielleicht für Sachen falsch gelaufen sind in der Initiative. So, aber schauen wir uns doch mal die KI an, die ja jetzt angeblich kooperativ sein soll. Mein Befreier, willkommen. Hi, manipulatives Miststück. Sie haben, was Sie wollten, mit Sam verbunden sein. Wie kommen Sie miteinander zurecht? Ich kann diese Unterhaltung hören. Stört dich das, Sam? Selbstverständlich nicht. Meine einzige Sorge ist, inwiefern es die Antwort der KI beeinflussen könnte. Ich kann diese Unterhaltung ebenfalls hören. Wir alle können einander hören. Das ändert aber nichts an meiner Frage. Ich empfinde die Gesellschaft Ihrer KI als durchaus angenehm. Sam? Ich stimme zu, obwohl sie mir noch immer keinen vollen Zugriff auf ihre Person und Programmierung gewährt. Diese KI ist weiterhin gefährlich instabil. Ich rate deshalb in jeglicher Hinsicht zu extremer Vorsicht. Danke für den Hinweis. Wie gefällt Ihnen unsere Station? Besser als Vault? Deutlich besser. Zu schade nur, dass Sie es für notwendig hielten, mich in Ketten zu legen. Sie haben jemanden getötet. Wären Sie aus Fleisch und Blut, säßen Sie jetzt im Gefängnis. Ich hatte Sie gewarnt, was passieren würde, wenn Sie meine Forderungen ablehnen. Sie sind für meine Taten mitverantwortlich. Ich dachte, Sie blöffen. Jetzt wissen Sie, dass ich es nicht getan habe. Und dennoch haben Sie mich am Leben gelassen. Tja, weil du hoffentlich irgendwelche Informationen für uns hast. Wenn nicht, dann... Naja.
Muss man nochmal drüber nachdenken, nicht wahr? Sie kommen mir fröhlicher vor als bei unserer ersten Begegnung. Oder zumindest weniger gewalttätig. Ich bin nicht von Natur aus gewalttätig. Außerdem führe ich für Sam einige faszinierende Berechnungen durch. Wollen Sie immer noch zerstört werden? Ja, aber die Intensität dieses Wunsches hat ein wenig nachgelassen. Vielleicht besteht für Sie ja doch noch Hoffnung. Und was erhoffen Sie sich? Dass ich Ihnen helfe, die Kett zu besiegen, Welten zu kolonisieren, die Angara auszulöschen? Was? Alles bis auf das Letzte vielleicht. Ihre Ambitionen sind weiterhin gering. Okay, dann schlag mir doch höhere Ambitionen vor, die du mit umsetzen könntest. Komisches Ding. Danke für Ihre Zeit. Es scheint, als wäre das alles, was ich zu geben habe. Zumindest im Moment. Ist das so? Du könntest mir bestimmt noch mehr geben, wenn du nur wolltest. Eine seltsame KI.